willkommen, meine lieben Freunde, zu einer neuen Folge der Rising Ruby und Sinking Sapphire Battle Factory Versus Folge 10, glaube ich, mittlerweile schon. Hooray! Wir sind jetzt erst vom Ersten Orden. Wie ist das denn passiert? Ich Huch. Weiß nicht. Also wir sind echt langsam, oder? Wir sind richtig langsam, aber wir wollen das Spiel natürlich auch genießen, ne? Die Atmosphäre, die Musik, die Grafik. Die immer wiederkommende Musik, die immer wiederkommenden Grafiken. Man kennt's. Die Dialoge haben wir natürlich auch immer vorgelesen, weil wir gute Let's Player sind. Wir halten uns nach den Regeln des Let's Player Forums. Aber was? Alter, kennst du das noch von damals? Ja, warte kurz. Was ist das für ein Encounter? Halt dein Moll. Lukas ist hier gerade im Raum und denkt sich genau das Gleiche. Lukas, was ist das? Nein, Lukas, sag's dir nicht. Sag's darüber. Mal! Das ist so ins. Nein! Nein, ich bin auf Flucht versehentlich gekommen! Bist du auf Flucht gekommen? Ich hab versehentlich Flucht getan! Ich wollte auf Pokémon gehen! Du bist der dümmste Mensch! Was war das jetzt? Nein! Ich bin der dümmste Mensch der Welt! Was war's denn? Es war ein Zygarde! Was? Ich bin der dümmste Mensch überhaupt! Okay, here we go again. Okay, die Folge starten wir neu. Upsi, ich hab'n Blue Screen. Nein. Oh, was ich jetzt allein wieder in den Kommentaren lesen darf. Du Dödel, Alter. Das war halt so bescheuert. Ich wollte halt auf Pokémon gehen und hab einfach gemissklickt. Ich hasse mein Leben. Du bist echt bad. Aber deswegen nehmt ihr einen Touchpen. Damit sowas normalerweise nicht passiert. Eieiei. Leute, ich hab den Peter lang gemacht, weil ich muss ein bisschen leveln. Mein Turbos ist auch schon Level 11. Nee, ich lass mich gerade nicht auf diesen Witz ein, Alter. Also, da stand, mein Turbos ist Level 11! Ja, schön, dass du Turbos genannt hast. Schön für dich. XD. Oh Mann, ey, das ist nicht dein Ernst. Das war das beste Pokémon überhaupt, allein für die erste Arena und allgemein und ich. Ich geh einfach auf Flucht. Ich denke mir so, ne, ich brauch das nicht. Ich bin zu gut für das Spiel. Tschüss. Wer braucht schon Zygarde? Und ich hätte sogar schwächen können. Zygarde, ey. Ich hätte krieg jetzt einen Shiny, Alter. Ich hätte es halt schwächen können. Oh, und Weisel, auch nice. Ich meine, ich hätte erstmal reingehen müssen. Ich hatte halt 40 Pokebälle oder so. Ob es dann reingeht, ist natürlich die Frage. Aber überhaupt die Möglichkeit zu haben. Ein Zygarde zu encountern alleine, schon krass, ja. Oh, Mann. Aber denk dran, cooler Shiny zum Shiny hunten. Ja, wieso heiße ich nur Present, Alter? Ganz kritisch. Du bist bad. So bad. Alter, da müssen wir einen Song drüber machen, ey. So alblos neu gecovert. Ja, ich glaube auch. Ich freue mich schon auf die Kommentare. Ich habe schon richtig Bock. Oh, ein Habitak gab's hier. Habitak. Okay. Und ein Bojelin. Ich krieg hier nur so eine Scheiße. Herr Bojelin war richtig gut. Nee, ich hab was anderes bekommen hier. Ah, ja. Das ergibt schon Sinn. Oh Mann, echt. Aber ich meine, seid mal ehrlich. Ist euch das schon mal passiert, so ein Missklick? Das ist doch jedem schon mal passiert, oder? Also, present? Ja. Mir ist das noch nicht passiert. Du bist noch nie versehentlich aus einem Encounter geflohen. Das kannst du nicht sagen. Nee. Noch nie in deinem gerade gesamten... Gerade vor einem guten Legi, Alter. Ja, jetzt, also... Es war viel zu gut für mein Team, weißt du, da dachte ich mir... Nee, du wolltest mir eine Chance geben, der Arena leitet genau. Ebenfalls, ne? Richtig, ich will auch nicht alles zerstören, das wäre ja uns auch frech, weißt du? Ja, ich find's nett, dass du auf jeden Fall hier auf Chancengleichheit spielst, dafür, dass ich eine Scheiße bekomme und du dann hier den guten Stuff... Richtig, ich dachte mir nur so, ja, der Dario hat echt schlechten Stuff bekommen. Ja, hab ich ehrlich. Und dann noch ein Zygarde. Ich will ja nicht komplett... ihn zerstören, ne? Ja, das ja. Das wäre frech. Ich mach gleich einfach, wenn ich merke, du hast ein zu gutes Team, mach ich mal Upsi, bin tot! Mann! So wie der Present, Alter, ey. Ich hab verloren. Huper Schmuper war dann weg, ey. Ja, ich kann nichts dafür, Mann. Das war alles ein bisschen blöd gelaufen. Aber blöd das nicht... gelaufen. Ja, jetzt schon ein bisschen. Ja, aber, pass mal auf, ey. Ich muss die erste Arena auch erstmal schaffen mit meinem Galuschen-Team hier, ey. Ja, im Fall musst du vielleicht vom Level her ein bisschen höher gehen. Ah, ich glaube, das wird nichts bringen. Ich brauche irgendwie einen geilen Encounter jetzt noch. Ja, du hast halt noch zwei Optionen, außer du fliehst rein zufällig aus dem Kampf. Dann wäre es natürlich ein bisschen blöd. Dann habe ich nur noch eine.
Ja, ich meine, ich habe jetzt immer noch einen Encounter. Oh, Mann, echt. Das ist so blöd. Oh, Lecky Level 11. Das ist tatsächlich echt blöd. Die Sache ist, jetzt, wenn ich keinen guten Encounter bekomme, dann habe ich sogar ein bisschen Angst vor der nächsten Arena, wenn ich ehrlich bin. Weil Capoeira war schon insane, die nächste Arena. Und jetzt, ja, gerade mit Bedroher, ey. Das war schon echt ein gutes Pokémon. Alter, wenn ich jetzt irgendwie nochmal verlieren sollte, dann wäre schon sehr traurig, Alter. Also dann ich habe kein einziges Pokémon in diesem Playthrough verloren, ne? Du schon 8? 9? 9? Zu viele. Nee, ich habe 8 verloren. 8. Nee, 8 war der letzte Encounter. Ja, Capoeira, aber ich habe ja nicht... davor. Ich habe davor schon noch 8 gemacht. Ja? Ja, ich meine schon. Ich weiß auch nicht, sind auf jeden Fall zu viele. Ich habe auf jeden Fall noch nie so viele Tode in so kurzer Zeit gehabt in dem Projekt. Ja. Das ist nicht gut present. Thomas Level 12! Passiert mal, ne? Hurra! Okay, gut. Das ist okay, weißt du? Wie gesagt, ich will dir eine Chance geben, ne? Finde ich sehr nett. Also, ich muss auch gerade, wie gesagt, ein bisschen leveln hier. Die gehen die gute Göre oder was es hier ist, kämpfen. Elia oder Elisa oder wie ist sie? Keine Ahnung. Die Lady. Die Lady. Die dir sehr viel Geld gibt, ähnlich wie der Schnösel. Weiß nicht, ob die Lady so viel Geld gibt. Die lassen sich normalerweise immer einladen, die Ladies. Okay. Die schnappen sich einen Schnösel und da brauchen sie kein Geld. Aber vielleicht haben sie dann wieder Geld, weil... Nee, ist keine Lady, ist eine Göre. Okay. Ja, es gibt ja die eine da vor dem Doppelkampf. Ja, die wollte ich eigentlich nicht bekämpfen. Ja, die habe ich auch ausgelassen. Ich glaube, die war gar nicht so stark. Also du lässt die Trainer aus? Ja, du lässt die Trainer aus? Ich nicht. Ja, du meintest gerade, dass du die nicht bekämpft hast. Nee, die wollte einfach nicht. Ah, die wollte nicht. An der bin ich einfach vorbeigelaufen. Hä, doch, die Lady? Schon. Kurz vor den Zwillingen. So. Ah. Nee, dann hat sie mir nicht angeguckt. Dann wollte sie auch nichts von mir. Ja, siehst du lässt dir die Träne aus. Ey, nee, die hat mich nicht angeguckt. Ne? Was mich mit dem Hintern nicht anschaut, da laufe ich einfach vorbei. Okay, gut zu wissen. Alter, ich habe hier so krasse Pokémon gerade, ey. Und meine Gegner sind einfach so schlecht. Du hast krasse Pokémon. Ich dachte, dein Team wäre nicht so stark. Ja, du, alles Taktik, Schmacktik, sage ich da nur. Ja, wahrscheinlich. Am Ende hast du irgendwie 10.000 Legis und sagst dann, ich habe so ein schlechtes Team. Ich kann eins sagen. Ich habe nur einen Turbutz. Also ein Pokémon, was Turbutz heißt, ja? Nee. Es ist Turbutz. Ja, weil es halt Turbutz heißt. XD. Der Spitzname. X-Bad XD. Ich sehe, es kommt das wirklich ein X-Bad namens Turbutz. Das wäre schon lustig. Das wäre krass. Ich weiß nicht, ob der Move gut ist. Kann ich dir auch nicht sagen. Das ist ein bisschen schwer zu sagen. Der wäre speziell. Speziell wäre schon geil. Ist Naturkraft krass? Naja, Naturkraft wird ja zu der Attacke, die die Umgebung eben bestimmt. Und ich glaube, Arena ist Erdbeben, ne? Arena könnte Erdbeben sein, ich weiß es nicht genau. Glaub also, schon. Naturkraft kann schon eine starke Attacke sein, deswegen kann man sich die schon mal gönnen. Okay, dann belasse ich es dabei. Ach, hast du Naturkraft? Du hast Naturkraft auf einem Pokémon. Moment. Alter, das du hast ja echt eine lange Leitung, ey, bis da irgendwas geschaltet wird. Ja, ich bin ja gerade auch auf meinen Kampf konzentriert, ne? Weißt du, ich bin ja der ehrlichste Mensch von allen, ey, und du sagst mir gar nichts. Hey, ich habe Biss auf einem Pokémon, kann ich dir sagen. Biss? Ja, Biss habe ich auch auf 3 Pokémon. Ja, siehst du. Das war gelogen. Schade. Aber ich habe auch auf einem Pokémon Biss. Okay. Ich habe auf einem Pokémon Tackle. Welche Pokémon können Tackle? Das ist jetzt natürlich so die Frage, ne? So, Moment mal. Will ich diese Attacke haben, Dario? Weiß ich nicht. Das ist natürlich jetzt ein bisschen schwer zu sagen, ne? Ich habe nämlich Verfolgung. Verfolgung ist ganz cool, glaube ich. Ja, das stimmt. Aber ich weiß nicht, ob ich mein Moveset ändern möchte, weil Verfolgung ist halt nur stark, wenn der Gegner auswechselt. Und dann muss man uns halt predikten. Eventuell für die 1v1s. Ja, genau, für die 1v1s, wo du gut auswechseln kannst, ne? Ja, ja. Ja, auf jeden Fall. Eine sehr, sehr gute Idee. Ich meine, für die 6 oder 6 Kämpfe wäre es okay, aber... Oder gegen Felicia, wenn sie wieder Sturmsucht-Taktik machen will. Ja, aber diesmal rechne ich ja damit. Ach, so ist das. Und dafür braucht man halt erstmal auch ein Wasser-Pokémon, ne? Wenn man kein Wasser-Pokémon hat, dann funktioniert das gar nicht.
Das ist natürlich so die Sache. Okay. Wieso bist du still da? Ich traue dir nicht. Ich bin am Kämpfen. Okay. So, ich habe die Doppel-Dudes platt gemacht. Jetzt hole ich mir auch gleich einen Encounter oben. Und ja, okay. Da bin ich auf jeden Fall gut dabei, würde ich an der Stelle sagen. Mein Team ist auch gut gelevelt gerade, also ich bin sehr, sehr zufrieden. Ist das doch schön. Jetzt kommt mir der Brix nochmal entgegen. Ey, was geht, du kleiner Moment, Drachenwut? Erlernst? Das ist richtig gut. Oder? Ja. Ja, und ich erzähl's dir sogar. Jetzt kannst du halt raten, was für ein Pokémon habe ich. Ja, das wird wahrscheinlich ganz leicht sein. Ja, erzähl. Ja, wait a second, Bruder, wait a second. Ja, find's mal heraus. Das da bin ich mal gespannt. Also, weißt du, ich gönn dir auch ein paar Tipps, ne? Weil ich bin halt schon so im Vorteil mit meinen Pokémon. Noch ein Tipp, oder? Nee, ich hab dir einen Tipp jetzt gegeben. Okay, Drachenwut können nämlich gar nicht so für Pokémon. Ja. Also, eventuell geht. Haben wir Glumanda, Glutexo, Gyarados noch nicht, Dratini, Kaumalat, Knaxel, Milza, Shadrago, Kapuno und sonst so Legis. Ja, das ist jetzt halt die Sache. Was habe ich? Also, wir gucken mal. Ah, du könntest theoretisch tatsächlich Glumanda haben, weil Glumanda lernt auf Level 16 Drachenwut. Aber ich bin noch nicht auf Level 16 mit meinem Pokémon. Ja. Mein höchstes ist gerade, Moment, ich kann es dir sofort sagen. Mein höchstes ist aktuell... Level 15. Okay, doch, ich habe eins auf Level 16. Das war nicht das Pokémon, was das erlernt. Okay, Dratini lernt es auch auf Level 15. Ja, also jetzt. Kaumalat kann es auch sein, aber der lernt es auf Level 7. Das heißt, Kaumalat kann man schon mal ausschließen. Milza eventuell. Also, ich bin bei Dratini gerade. Dratini ist mal way to go. Milza auf Level 10, aber ich glaube, da bist du schon leicht drüber. Das heißt, wir sind jetzt bei Dratini bisher. Und Dratini wäre ein Pokémon, wo ich sage, ist nicht bad. Und du hast halt auch schon mal gesagt, ich habe ein Pokémon bekommen, was jetzt nicht gut ist, aber später schon. Das heißt, Dratini fällt in die innere Auswahl. Also, ich bin mir sehr sicher, dass Dratini eventuell ein Kandidat ist, was der gute President Team haben wird. Aber wir schauen weiter. Shadrago haben wir hier noch. Wir haben ja auch noch. Oh, so viele Leute sind hier tatsächlich gar nicht mehr. Senlong Amphira, Shadrago erlernt Drachen auf Level 18. Das kann es auch nicht sein. Das heißt, bisher ist Dratini der way to go. Jetzt also mal wirklich. Oh, Level 13. Molunk, aber das gibt es hier noch nicht. Wir sind ja in Omega Rubin. Senlong gibt es auch nicht. Hallo Dratini, Alter. Naja, also Dratini ist jetzt auch nicht so ein gutes Pokémon. Aber ist Dratini, oder? Weiß ich nicht. Ja, da hat er dich outplayed, Alter, ey. Das ist jetzt ein bisschen kritisch, ne? Hat er dich outplayed. So, ich hole mir auch mal ein gutes Pokémon. Oh, ne, erstmal kämpfen. Mein Pokémon-Team ist super stark, überzeugt mich selbst. Ich habe gerade einen Encounter und der ist gut, aber der ist schwer zu fangen. Okay, Ludger. Ludger. Das ist jetzt ein bisschen problematisch, ne? Let's go, Mobai. Mein kaputt. Und vor allem bei der Silberblick, deswegen muss ich erst recht ein bisschen aufpassen, weil er dann immer mich schwächen kann, mit die Verteidigung schwächen kann. Alter, Naturkraft ist einfach Energieball im Gras. Ja, wusstest du das nicht? Das ist 80 oder wie zieht das ab? 90. Was? 90 Stärke und 10% Wahrscheinlichkeit, die Spezialverteidigung zu droppen, oder? 20? Ne, 10 müssen es sein. Oder? Spukball 20. Ich habe Energieball 10. Das ist schon krass, ey. Abyssal. So, jetzt bitte geh rein. Ich hab wieder fast den... Oh, mein 3DS geht gleich aus. Nein. Ah, meiner ist doch blau. Der leuchtet schon. Ah, Lukas. Alter, du bist so dumm, Mann. Wo ist dein Kabel? Hier, ich hab's hier. Ich bin schlau gewesen, hab das Kabel mein mitgebracht. Ich hab zur Not mein Kabel auch bei mir im Rucksack noch drüben. Es leuchtet rot, der Present ist in Not. Kaum kommt das Zeichen, muss er weichen. Ist er wieder da, unser Superstar? Present. Das Mike war vielleicht gerade am Probleme machen, aber es ist wieder dank der Hilfe von Lukas. So, ich save zwischendurch mal das Abenteuer einfach zwischendurch, so weißt du? Das ist immer gut, falls der Gameboy ausgehen soll. Oder der DS ist ja kein Gameboy. So, ich habe einen Trank gefunden. Und jetzt gehe ich in meine Counter rein, weißt du? Ja, ich habe nebenbei meinen Encounter gefangen und der ist sehr gut. Wirklich gut. Dratini gut? Ja, jetzt nicht so Dratini gut, aber gut.
Oh, Junge, Alter, hau ab. Was denn? Richtiger Rotz. So bad? Richtiger Rotz. Wieso denn? Ist halt einfach kein gutes Pokémon. Ja, was ist das Problem? Ah, Monotype. Und irgendwie... Warte, ich kann mal gucken, was es grob lernt. Aber ich glaube, es kann gar nichts. Ja, ich meine, ich habe damit kein Problem. Kannst du sogar sagen, wenn ich's auf jeden Fall nicht ins Team nehmen werde. Alter, hier hat es Kindform gegeben? Kindform ist auch richtig cool, Alter. Na, es lernt nix Geiles. Eventuell mit TM noch. Okay. Hm. Naja. Soll ich dir meinen Pokémon verraten, was ich gerade gefangen habe? Sieh! Willst du es raten erstmal? Wir machen hier ein Pokémon, wer bin ich? Okay, ist es aus der ersten Generation? Nein. Ist es aus der zweiten Generation? Nein. Aus der dritten Generation? Ja. Ist es ein Pokémon mit einer Evolutionsstufe? Ja. Gehört es zu den Starter-Types? Nein. Hat es einen Double-Type? Nein. Hat es einen neuen Typen? Nein. Sagst du einfach nur die ganze Zeit nein? Nein. Sehr gut, finde ich gut. Finde ich klasse. Ja, das Pokémon wurde nach dem guten Oliver... Nee, oh scheiße. Ich habe Oliver gelesen, weil ich hier voll vertieft war im Ratespiel. Heißt aber Olivensohn. Es heißt der Oliversohn. Ja, gut. Olivensohn, fühl gegrüßt. Du bist auf jeden Fall benannt worden. Das ist doch cool. Er fand die Stelle sehr lustig, als ich wegen des Donners so gelacht habe, weißt du? Ah, der Donner. Donner, Alter. Wo ich die Attacke vorgelesen habe, des Magnetilos. War auf jeden Fall eine gute Attacke. Ja, Donnerschock gelernt. Oh, Donner! Was? Ups, da muss ich auch ganz groß. Also, was? Ach, Moment. Was los? Nichts, alles gut. Passiert öfter mal, ne? Passiert mal, ne? Man kann sich ja auch mal versprechen, man kann vielleicht auch mal so einen Encounter fliehen, ne? Das kann alles passieren. Ist ja mal doof. Ja, vielleicht wirft man auch so einen Seigard weg, Alter. Seigard, puh. Hoppala. Das ist ja richtig bad. Braucht kein Mensch. Ja. Alter, ich hasse mich so sehr immer noch dafür, ne? Du scheinst ja gute Pokémon zu haben, so, wenn du keinen Seigard brauchst, ne? Ja, ob ich jetzt hier die erste Arena bestehen werde, ich habe keine Ahnung, weil ich bin auf jeden Fall jetzt schon mal in der ersten Arena. Ich weiß nicht, ob ich den Orden holen werde. Geh rein da doch, ich brauche noch ein bisschen. Ja, ich werde nicht den Orden holen, aber ich werde die Kämpfe schon mal vorher machen. Ja, ja. Weil ich vielleicht dann doch nochmal mein Team so ein bisschen anpassen möchte von den Leveln. Ah ja, hast du Angst? Angst, Potter? Ein bisschen, weil das neue Pokémon ist auf Level 10, ist aber gut tatsächlich, also das kann ich auch benutzen. Aber es ist halt erst auf Level 10, ja, das ist noch nicht so stark. Also ein Pokémon, wo ich dachte, es wäre echt bad, ist jetzt mit der einen Attacke echt gut geworden, ne? Okay, welches 14. denn? Es welche war Attacke? Naturkraft. Ah, wegen Naturkraft, okay. Wegen Naturkraft. Ich würde eigentlich auch gerne nachschauen, was alles Naturkraft kann und raten, aber sonst stürzt der PC wieder ab. Too much Porno, halt da, too much Porno. Nee, keine Ahnung, deswegen, ja, Naturkraft, was könnte es denn sein? Was normalerweise bad ist, aber dadurch gut wird. Mhm. Mir fällt aktuell überhaupt nichts ein. Also, mir fallen auch gerade keine Pokémon ein, die Naturkraft können. Du könntest Magnetido, glaube ich, haben. Ich glaube, der kann Naturkraft, aber ich weiß nicht, ob er es auf dem Level lernen kann. Aber wieder Magnetido haben, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, ne? Das ist das Ding. Das ist das Ding. Naja. Wo bist du jetzt gerade überhaupt? Kurz vor dem Flummeltunnel. Okay. Du hast den einen Encounter da vorher schon geholt, ne? Genau, den habe ich schon. Der war echt bad. Der war wirklich bad, sagst du? Der war echt bad. Also jetzt mal ganz ehrlich, ja, der war wirklich bad. Der war echt nicht gut. Okay. Also ich fand ihn echt scheiße tatsächlich. Aber es war ja ein Pokémon aus einer Entwicklungsreihe. Der kann sich ja noch entwickeln. Nee, es hat keine Entwicklung. Oh, okay. Dann ist natürlich doof. Ist halt echt bad. Du musst aber auch bedenken, dass in dem Hack schwächere Pokémon teilweise auch verstärkt wurden, ne? Naja, glaub mir, das war echt bad. So Carpador bad? Also, wobei Carpador kann sich nicht wickeln. Ah, was heißt... Libiscus bad? Oh no! Was? Wurde geburnt.
Okay. Bad, bad. Also eins der schlechtesten Pokémon überhaupt. So Top 10 schlechteste Pokémon. Ah, jetzt nicht so bad. Aber es entwickelt sich nicht und es steht alleine echt nicht gut da. Ditto. Nee, Ditto wäre cool. Ja, Ditto wäre cool, wenn es die... Okay. Was ist Now los? We talking. Dein Encounter? Ein guter Encounter, sagst du. Ah, ich sag nix. Du sagst gar nichts. Ich sag gar Du hast gerade was gesagt. Ah, es war gerade ganz nice. Es war gerade ganz nice. Also bist du zufrieden? Na, ich habe noch keinen Encounter. Ich habe gerade eine neue Attacke bekommen. Ah, okay. Das war nice. So, jetzt hole ich mir den Encounter und dann gucken wir einfach mal, was es wird, denn ich brauche noch irgendwas Nices. Was bräuchtest du denn? Firewater Grass. Hast du keinen einzigen Firewater Grass? Nicht so wirklich. Starter, wollte ich mal sagen. Kein Mon von diesen Typen. Nicht so wirklich. Also du hast den Typus, aber der ist nicht so gut. Ich habe einen davon, aber er ist halt nicht so gut. Das ist natürlich blöd, ne? I need some good shit! Ja, aber Fire ist ja auch bad gegen die Gesteinsattel. Also geh ich mal... Was? Der ist gut. Das ist ein guter Encounter. Schwer zu fangen? Ja. Das hört sich doch gut an. Dann fang die mal bitte nicht. Guter Encounter. So gut. Der ist echt gut. Warte, ich muss gucken, was er lernen kann. Hätte ich jetzt noch Seigert, ne? Weißt du, mit Seigert würde ich alles zerstören, aber so... Schwierig. Das ist wirklich ein sehr guter Encounter. Da bin ich aber mal gespannt. Holy shit. Okay, was lernt der so? Oh boy, ja. Der lernt ja gar nichts. Wie, der lernt gar nichts? Der ist echt scheiße. Wieso? Der lernt erst ganz spät gute Moves. Aber in dem Hack ist das ja teilweise anders. Der kann ja jetzt schon volles Moveset aus guten Attacken haben, ne? Ich hoffe. Aber bisher hat er mir noch nicht so gute Attacken gezeigt. Was hat er dir denn gezeigt? Move, womit er sie hochpusht, so. Oh, gefangen. Easy es Jet, das war ja gar kein Problem. Hä, du hast es gefangen? Ja, first ball. Latios. Nee. Hä, das kann ich mir nicht vorstellen, dass du auch einen Legi so easy gefangen hast. Also es ist kein Legi gut scheinbar. Nee. Kein Legi. Okay. Was lerne ich da denn Geiles? Ist es ein Pokémon, was sich nicht weiterentwickelt? Nee, es entwickelt sich nicht weiter. Also ganz normales Basis-Pokémon. Na? Ich sag gar nichts. Okay. Ich komm den ganzen auf die Schliche. Kleiner Dratini, du ey. Ja, Dratini, Schmartini, sag ich da immer. So, wie nenne ich den Jungen? Den nennen wir mal. Ja, komm. Der gute Klausi wird das sein. Klausi? Mhm. Der Klausi-Schmausi. Klausi 5555. Fühl dich gegrüßt, ja. Klausi! Wie ist am Start? Ja doch, wenn ich mir jetzt mein Team weiter anschaue, ich glaube, ich sollte nicht so große Probleme gegen die Arena-Alterin haben. Ich hoffe es zumindest, aber guck mal, eigentlich was es sonst noch gegeben sieht's hätte. Gar nicht so schlecht aus. Naja, also mit dem jetzigen Pokémon, wenn das einen guten Move hat, dann habe ich auch keine Probleme. Mit dem neuen Pokémon meinst du? Oh Gott, das wäre auch so geil gewesen. Jetzt komm schon, zeig mal die versteckte Fähigkeit. Na, okay, ich dachte, hier ist noch so ein Nieselquaxo jetzt, ey. Das wäre cool. Na, Alter, Nieselquaxo wäre für die Arena komplette Zerstörung gewesen. Ja, das wäre heftig. Aber auch Quaxo ist das hier. Ja, Quaxo ist gut. Quaxo. Ich weiß nicht, ob der auf dem Level schon abgesagt hat. Das heißt, das wäre vielleicht ein bisschen nervig gewesen, es zu schwächen. Aber sonst, ja, ist das nice. Gut aus. Wäre das ein guter Encounter gewesen. So, ich glaube, mein Pokémon-Team ist auf einem guten Level für die Arena so. 14-15 sind die alle so ungefähr. Ja, ist unten nicht schlecht. Ja, ich habe jetzt auch so ziemlich alle besiegt. Aber ich glaube, die Arena-Leiterin machen wir nicht, oder? Weil du musst ja auch noch die Arena machen. Das dauert, glaube ich, lang genug. Sonst ja, ich glaube, wir beenden hier. Ja, meinst du? Dann machen wir bei mir Arena-Kampf und Battle oder was? Richtig, das würde ich sagen, ist das Schlauste. Alter, Leute, das wird ja richtig spannend werden. Hier müsst ihr einschalten im nächsten Part. Richtig, Leute. Lass mich noch eben, soll ich kurz noch mal Pokémon angucken, damit ja die Leute nicht ganz im Dunkeln tappen? Genau. Schau es dir gerne an. Aber Leute, danke auf jeden Fall fürs Zusehen. Wir hatten mal wieder eine gehörige Portion im Present machen. Es tut mir leid. Bewertung ist natürlich gern gesehen. Schaut bei dem lieben Dai vorbei. Dort gibt es die nächste Folge. Bis zum nächsten Mal. Willst du noch was sagen? Macht's gut und schönen Tag wünsche ich euch noch. Macht's gut. Ciao.
Tschüss. Piep, piep. Oh Moment, ich bin da immer noch im Kampf. Der ist immer noch nicht vorbei. Ich dachte, der wäre jetzt vorbei. Moment, Alter, dann ist die Folge doch nicht fertig. Ja, ich muss eh noch meinem... Boah, ich hab fast das Pokémon gesagt. Das wäre ziemlich lustig gewesen. Holy shit, Alter, ey. Ich muss doch eben mein Mama angucken, genau. Dein Magma. Mein Magbrand. Deine Mama. Meine Mama. Kritisch. Nee, ich habe tatsächlich jetzt gerade sogar ein kleines Problem, weil dieses Pokémon sogar ganz gut gegen mein Team ist. Nice. Ich hoffe mal, dass der nicht so viel Schaden macht. Nein, ich bin 5 Level drüber. Okay, der macht gar nichts. Der burnt mich aber. Mit Siedewasser. Oh, Junge! Was denn? Das Ding ist Monster OP! Wieso? Der hat ein scheiß Wesen, aber 2 richtig geile Attacken. Okay, wieso das? Die Arena wird so gerippt. Okay. Da bin ich aber gespannt, was so insane sein soll. Das ist halt tatsächlich echt insane, krass. Okay, krass. Ja, aber damit, komm schon, jetzt bitte kill Sand... Los! Sandan? Nein. Bis zum nächsten Mal, tschüss! Hast du nicht gesagt? Nein, hab ich nicht. Hast du nicht gesagt? Aber Moment, ich bin immer noch nicht fertig, als ob. Nee, ich hab nichts gesagt. Ich weiß nicht, was war es da, yo. Ich hab nichts gesagt. Los, kill schon, San. Aia, ich darf sie sagen. Ach ja. Du bist ein Paddel, Alter. Okay, da würde ich sagen, Leute. Schaut auf jeden Fall beim nächsten Mal vorbei. Bis zum nächsten Mal. Und tschüsseli. Tschüss, Sandra.